unser nächster Gast war tatsächlich oder wurde tatsächlich schon genannt in der letzten Sendung, in der letzten langen Nacht des Foto-Abos. Da hatte ich damals der Robert Kneschke erwähnt und hat gesagt, schöne Grüße an den Lasse. Und dementsprechend ganz neu hier sozusagen vor der Kamera, das erste Mal bei uns dabei, kann auch wiedergewählt werden. Den Ben bitte nicht mehr wiederwählen, der war schon dreimal dabei. Lasse, komm nach vorne. Wir schauen mal, dass wir jetzt hier die Rechner hinkriegen. Ich frage mal in Richtung Regie, laufen unsere Rechner hier? Läuft gut? Alles klar. Lasse, komm, setz dich. Ja, danke. Von dir habe ich bis jetzt eigentlich immer nur Gutes gehört. Du bist lange dabei bei Fotolia. Fotolia wurde von Adobe im letzten Jahr übernommen. Insofern willkommen in der Adobe-Familie. Du bist da einer der Top-Kontributoren. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet einfach, dass man sehr viele Lizenzen verkauft hat, also sehr viele Bilder verkauft hat. Ja. Also eigentlich, dass man erfolgreich ist. Ja, das heißt aber auch sicherlich, dass man Feedback ans Team geben kann, Verbesserungsvorschläge einreichen kann und ähnliches. Das heißt, du gemeinsam mit unserem Kollegen Murat Eremel, ihr überlegt euch auch, wie könnte die Stockfotografie in Bezug auf Adobe in der Zukunft auch mit aussehen? Auf jeden Fall. Ich habe viel Kontakt mit Murat, auch sehr netten Kontakt und wir tauschen uns regelmäßig aus und ja, der also Murat wollte Fall. Eigentlich auch heute Abend hier sein, auch wieder die Moderation von diesem Part übernehmen. Schöne Grüße an den Murat, weil der steckte irgendwie im Flugchaos, was da gestern eingebrochen ist, irgendwo zwischen irgendwelchen Flughäfen fest und hat es heute leider nicht hierher geschafft. Okay. Was macht deine Bilder besonders, oder lass mich das anders fragen, ich habe schon gesehen, deine Bilder sind besonders, die heben sich irgendwie von den normalen Stockfotos ab. Ich habe von dir Motive gesehen, wo ich irgendwie, jetzt mal exemplarisch gesagt, den Truck im Winter, im Herbst, im Sommer und ähnliches habe. Ist das eine Nische in der Stockfotografie, die du da besetzt hast? Und was machst du da genau? Ich würde sagen, ja. Also meine Nische ist auf jeden Fall Photoshop. Ich bin einfach, ja, ich bin voll dabei. Ich bin Photoshop-Fan und ich bearbeite mit Photoshop schon seit vielen Jahren. Und ja, meine Fotografien sind gar nicht so sehr aufwendig gestaltet, also meine Shootings. Ich mache einfach sehr viel in Photoshop und das sieht man einfach auch an meinen Bildern. Meine Bilder sind einfach extrem bearbeitet und das ist, glaube ich, auch das, was meine Bilder eben von vielen anderen unterscheidet. Das heißt, Stockfotografie heißt nicht, das müssen immer nur pure Bilder sein. Da darf auch Photoshop dabei sein. Genau, also es gibt sowohl Photoshop in der Stockfotografie als, also eigentlich ist ja Stockfotografie für die Designer da und ja, man liefert Grundmaterial für die Designer, aber bei mir ist es eben ein bisschen anders. Ich besetze eine Nische und liefere eigentlich fertige Bilder und die schon fertig bearbeitet sind und das läuft für mich ganz gut. Meine Bilder zeichnen sich eben durch extreme Looks aus, durch extremen Photoshop-Einsatz. Einfach, weil ich das gerne mache, weil es mein Hobby ist. Mhm. Ja. Dann bin ich sehr gespannt, was du uns hier mitgebracht hast. Ich lasse dich hier alleine, schau mal zwischendurch sozusagen auf unsere Twitter-Wall, die sich füllt und füllt. Und in 2 Sekunden lasse ich dich wirklich alleine, weil ich muss hier noch einmal schnell sagen, dass ich hier das Notebook mitnehmen möchte. Alles klar. So, alles klar, kann herausgenommen werden. Nein, jetzt sagt er eingesetzt. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Das ist hier so ein neues Surface Book, was eigentlich den Riesenvorteil hat, wenn ich den richtigen Knopf drücke, kann ich hier oben das Ding einfach abnehmen. So, kann herausgenommen werden. Ah, so, okay, lasse ich alleine und mache meine Social Wall von da drüben. Alles klar. Ja, Stock Secrets, das soll quasi das Thema heute meines kleinen Vortrags hier sein. Stock Secrets war quasi auch der Vorschlag von Sven und als ich den Vorschlag von Sven bekommen habe, habe ich erstmal ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, was könnte das sein? Ja, Geheimnisse in der Stockfotografie und dann bin ich sehr schnell darauf gekommen, ja, was macht Stockfotos eigentlich erfolgreich? Warum sind bestimmte Stockfotos erfolgreicher als andere? Das ist einfach eine Sache, die für mich extrem wichtig war in den letzten Jahren und auch immer noch ist. Ich analysiere sehr gerne Fotos von Fotografen, die erfolgreich sind und ich analysiere sehr gerne die Bestsellerlisten bei Adobe Stock bzw. Fotolia, was ja die gleiche Datenbank ist. Und da habe ich heute einfach mal 4 verschiedene Bilder mitgebracht, 2 Bilder, die nicht von mir kommen, die ich einfach mal so jetzt mit euch analysieren möchte und eben 2 Bilder von mir, wo ich einfach zeige, welche Mittel ich einsetze, um Bilder erfolgreich zu machen oder was für mich einfach in den letzten Jahren Bilder erfolgreich gemacht hat. Ja, ich habe hier auch gerade schon das erste Bild geöffnet. Das ist ein Bild zum Thema Fußball. Und
Ich muss jetzt hier erstmal einmal die Ebenen einblenden. Ich muss jetzt hier dazu sagen, dass ich hier beim Thema Mac noch nicht so ganz... Vor allem, weil es mein Rechner ist. Warte, genau, mal, ich helfe dir mal den... Ich hätte den Windows-Rechner. Ich bin ein Windows-Nutzer und deswegen bin ich mit dem Mac nicht ganz so... das passt eigentlich. Kann man das jetzt hier so machen, dass ich das Bild auch komplett sehe? Also jetzt wird hier ein Teil verdeckt. Kannst du es halt so rumschieben jetzt? Ja, genau. Okay, das reicht schon. Ja, wir haben hier auf jeden Fall jetzt ein Bild zum Thema Fußball. Und in der Stockfotografie ist es einfach immer sehr wichtig, dass man eine Zielgruppe für sein Bild hat. Also bei der Zielgruppe Fußball haben wir natürlich gerade in diesem Moment eine sehr große Zielgruppe, denn wir bewegen uns auf die Fußball-EM zu und die Fußball-EM ist natürlich, je näher wir in das Fußball-EM kommen, desto größer wird unsere Zielgruppe. Viel mehr Leute brauchen Bilder zum Thema Fußball. Deswegen möchte ich hier einfach einmal einblenden, das Thema Fußball-EM natürlich. Ne? Das ist natürlich ein Grund, warum dieses Bild, welches übrigens aktuell in den Bestsellerlisten bei Fotolia bzw. Adobe Stock steht. Ich möchte jetzt einfach so ein bisschen eruieren, warum dieses Bild in den Bestsellerlisten steht, warum es einfach sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat. Natürlich ist es so, wenn wir uns bestimmten Feiertagen zubewegen oder bestimmten großen Sportereignissen, dann werden natürlich auch alle anderen Stockfotografen aufmerksam und machen Fotos zu diesen Themen. Aber warum sind bestimmte Fotos eigentlich einfach erfolgreicher als andere? Und ja, was macht dieses Foto einfach aus? Warum ist es aktuell in den Bestsellerlisten? Warum ist es Monats- und Wochen-Bestseller bei Fotolia bzw. Adobe Stock? Also, dieses Bild kann man auch übertragen verwenden, also im konzeptionellen Sinne. Das ist allgemein natürlich bei Sportfotos oft der Fall, dass man diese konzeptionell interpretieren kann. Also, dass wir hier auch andere Sinne des Fotografischen interpretieren können. Wir haben hier zum Beispiel, können wir das interpretieren zum Thema durchsetzungsstark, sich gegen andere Leute durchsetzen. Das ist einfach ein übertragener Sinn, der für dieses Thema Fußball auch interessant werden kann und für Kunden, die dieses Bild kaufen. Deswegen habe ich das jetzt genannt. Was hebt das Bild noch von anderen Bildern ab? Wir haben hier auf jeden Fall Action dran. Wodurch wird diese Action quasi erzeugt? Also vor allem durch die Perspektive. Wir haben hier in diesem Bild eine sehr tiefe Perspektive erzeugt. Wir befinden uns hier eigentlich auf der Torlinie des Bildes, des Fußballplatzes. Also eine sehr ungewohnte Perspektive. Und ich empfehle da jedem, sich einfach mal aus der normalen Augenhöhe zu entfernen und einfach ungewohnte Perspektiven einzunehmen. Also hier haben wir eine sehr tiefe Perspektive. Wir haben hier den Torwart, der uns hier direkt ins Bild springt. Eigentlich ist das Bild ein wenig fehlerhaft, wenn man das ein bisschen logisch angeht. Wenn man das Ganze logisch betrachtet, dann springt der Torwart eigentlich viel zu früh. Wahrscheinlich wird er nach dieser Szene ausgewechselt werden und wahrscheinlich Bankwärmer werden, weil der Ball ist eigentlich noch gar nicht geschossen. Zumindest so wie das für mich aussieht, ist das hier keine Schussbewegung, sondern irgendwie ein Zweikampf zwischen diesen beiden Personen hier. Deswegen würde ich jetzt denken, das Bild hat vielleicht ein paar logische Fehler, aber durch die Perspektive wird das Bild einfach spannend. Und diese Perspektive erzeugt quasi ein etwas, man fühlt sich, als wäre man dabei, als wäre man sehr nah dran an dem Geschehen. Einfach erzeugt dadurch, dass dieser Torwart hier springt dass man das Gefühl hat, der Torwart springt einem direkt vor die Linse und springt einem fast vor die Füße. Das ist natürlich eine Perspektive, die man mit einer normalen, die man fotografisch kaum erreichen kann, denn bei Fußballspielen darf man ja eigentlich nicht auf der Torlinie stehen. Das dazu. Dann, was macht das Bild noch besonders? Das Bild wurde in einem sehr breiten Format hochgeladen. Wenn man das sich hier so anschaut, das ist so eine Art Panoramaformat. Dadurch hat man natürlich als Gestalter die Möglichkeit, das Bild sich zurechtzuschneiden. Das ist natürlich auch immer ein großer, ein großer Grund für Bildkäufer, die dieses Bild interessant finden, dass sie sich dieses Bild zurechtschneiden können. Denn sie können sich dieses Bild in verschiedene Formate schneiden. Ich muss hier einmal mit dem Mac, ich bin jetzt noch nicht hier so ganz, ich versuche das hier mal eben kurz.
dass ich das ganze Bild hier sehen kann. Also so können wir das ganze Bild... Ja, ich bin hier. Ich muss hier so ein bisschen improvisieren, weil, wie gesagt, ich arbeite mit Windows und der Mac ist jetzt nicht komplett mein Ding. Also derjenige, der sich dieses Bild kauft, hat die Möglichkeit, dieses Bild in verschiedene Formate zu schneiden. Also man kann hier durchaus ein Querformat draus machen oder auch ein Hochformat, ohne wichtige Dinge des Bildes abzuschneiden. Das kann durchaus ein Grund sein für Käufer, warum sie das Bild kaufen. Ja, was haben wir noch für Dinge, die dieses Bild für Käufer interessant machen? Wir haben hier Copy Space, also Platz für Text, den wir hier in diesem Bild einsetzen können. Also man muss sich immer in die Lage des Käufers versetzen, der vielleicht ein Titelbild mit diesem Bild gestalten möchte oder ein Plakat, und der möchte natürlich Platz haben, um Text zu setzen. Das kann man sowohl hier über den Personen machen, als auch, wenn man jetzt ein Querformat nimmt, an den Seiten der Personen kann man durchaus Text setzen. Ja, was haben wir noch für gestalterische Mittel? Wir haben hier einen ganz klaren Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Also der Torwart bietet hier den Vordergrund, dann den Mittelgrund mit den Hauptpersonen hier im Bild, worauf das Auge gerichtet werden soll. Also die beiden Personen, die hier im Zweikampf sind. Für das Auge ist es immer sehr angenehm, wenn es ein Vorder-, Mittel- und Hintergrund ist, da man sich daran ein so ein bisschen entlanghangeln kann. Also wir haben den Vordergrund mit dem Torwart, den Mittelgrund mit diesem, mit dem Hauptmotiv der beiden zweikämpfenden Spieler und den Hintergrund mit dem Stadion und den verschiedenen anderen Spielern. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier eine sehr schöne Blickführung im Bild. Also der Blick wird geführt einerseits durch das Licht, was der Fotograf hier eingesetzt hat, oder beziehungsweise das ist natürlich ein Composing, und der Gestalter dieses Bildes hat natürlich hier wahrscheinlich sehr bewusst Gegenlicht eingesetzt, denn Gegenlicht ist einfach eine sehr spannende Lichtsituation und eine Situation, die sehr spannende Looks einfach möglich macht. Und wir haben hier den hellsten Punkt links von den Spielern, beziehungsweise den größten hellen Punkt. Die anderen Punkte sind natürlich auch sehr hell, aber den größten hellen Punkt haben wir hier sehr nah an den Spielern, und dadurch wird das Auge natürlich angezogen, denn das Auge bewegt sich immer von dunkel zu hell, und das haben wir hier sehr schön eingesetzt. Wir haben hier auch noch einen Lichtpunkt zwischen den Spielern, also da wird das Auge nochmal angezogen. Also wir haben hier eine sehr starke Blickführung in diesem Bild. Ich habe hier nochmal so ein paar Linien eingezeichnet, die einfach auf das Hauptmotiv leiten, das Auge leiten und uns einfach auf die richtige Stelle gucken lassen. Also wir haben hier den Arm vom Torwart, der hier ganz klar auf dieses Hauptmotiv zeigt. Wir haben hier diese beiden Spieler, die hier im Hintergrund ein bisschen stehen und die auch sich auf das Hauptmotiv zubewegen. Auch dieser Spieler hier links von dem Hauptmotiv, der bewegt sich auch auf die Spieler zu. Also wir haben hier wirklich eine sehr starke Blickführung und wirklich einen sehr starken Fokus auf die beiden Spieler in der Mitte. Und das ist einfach eine Sache, die ich hier einfach nochmal sagen, hervorbringen möchte. Und einfach für mich selbst macht das immer hat das einen sehr großen Einfluss auf meine Bilder, dass ich andere Bilder von erfolgreichen Fotografen ganz genau analysiere und mir die Zutaten für deren Bilder anschaue und schaue, was macht deren Bilder besonders? Jetzt bin ich ehrlich gesagt hier gerade ein bisschen überfordert, denn ich möchte gerne mein nächstes Bild. Ich habe hier gar nicht die Tabs, so wie ich das von meinem Photoshop kenne. Ich möchte gerne das nächste Bild einschalten. Ah, genau, okay, alles klar. Das nächste Bild, was ich zeigen möchte, ist dieses Bild hier. Ein Bild wieder zum Thema Sport. Also ich fotografiere selber viele Bilder zum Thema Sport, und deswegen sind das einfach Bilder, die mich interessieren. Und natürlich sind die Sachen, die ich jetzt einfach zeige, das ist meine Sicht der Dinge. Ihr habt vielleicht eine andere Sicht der Dinge. Was macht dieses Bild zum Beispiel auch? Auch ein Bild, was sich aktuell in den Bestsellerlisten von Fotolia befindet, in den Wochenbestsellerlisten, in den Tagesbestsellerlisten. Und was macht dieses Bild besonders? Erstmal, wir haben das Thema Laufen. Also Laufen ist ja in Deutschland und natürlich auch in vielen anderen Ländern ein Volkssport. Deswegen haben wir da natürlich für dieses Bild einfach eine sehr, sehr große Zielgruppe. Wenn es eine sehr große Zielgruppe gibt, dann gibt es auch immer sehr viel Konkurrenz zu diesen Bildern. Aber was hebt dieses Bild nochmal von der Konkurrenz ab? Erstmal haben wir hier nicht nur eine Läuferin im Bild oder einen Läufer, sondern mehrere Läufer.
Und ja, wir haben hier gleich drei Stück im Bild und das ist natürlich etwas, was die Zielgruppe für die potenziellen Bildkäufer nochmal vergrößert. Denn dieses Bild kann auch für den Wettbewerb eingesetzt werden. Also wenn jetzt jemand einen Laufwettbewerb veranstaltet, einen Marathon in einer Stadt, dafür kann dieses Bild einfach stehen, denn wir haben hier die Konkurrenz auch ausgedrückt. Es gibt einfach sehr, sehr viele Stockbilder, wo einfach nur eine Läuferin oder ein Läufer drauf zu sehen ist. Ja, wie kann man das Bild noch, wie kann man seine Zielgruppe noch weiter vergrößern? Das Bild kann man auch konzeptionell noch weiter interpretieren, denn wir haben hier auch eine Interpretation, die in den Bereich Konkurrenz geht, die in den Bereich wir behaupten uns gegenüber unserer Konkurrenz, denn diese beiden Läufer, die wir hier sehen, die verfolgen diese Frau. Und dadurch wird dieses Bild auch nochmal für andere Leute interessant, also auch vielleicht für die Geschäftswelt, wo es auch sehr viel um Konkurrenz, um Behauptung geht. Auch dafür könnte man dieses Bild verwenden. Und der Gestalter dieses Bildes, beziehungsweise der Fotograf, der hat hier links neben der Frau auch noch so eine Art Überstrahlung eingesetzt. Also wir sehen hier links neben der Frau so einen etwas helleren Punkt, obwohl eigentlich das Licht mehr von links kommt, wie man das auch hier an den Schatten erkennen kann und an den Streiflichtern hier von den Personen. Dennoch hat der Fotograf hier in der Mitte noch eine Überstrahlung eingesetzt. Und dadurch kann man das Bild auch nochmal übertragen, interpretieren. Also wir laufen einer sonnigen Zukunft entgegen zum Beispiel oder ja, so könnte man das Bild auch interpretieren. Also das einfach nochmal, um das Bild auch nochmal von dem Sport loszulösen. Was haben wir noch im Bild? Also wir können das Bild auch wieder in verschiedene Formate natürlich schneiden, ohne dass wir hier große Bildelemente verlieren, also wichtige Bildelemente. Man kann dieses Bild ohne Probleme auch in ein Hochformat schneiden. Was haben wir hier noch im Bild? Wir haben hier eine sehr starke Fluchtpunktperspektive im Bild, die durch diese tiefe Perspektive, die der Fotograf hier angenommen hat, also sehr tief, man hat hier das Gefühl, man kriegt fast die Beine von diesen anderen Läufern ins Gesicht. Durch diese Linien am Boden wird diese Perspektive nochmal verstärkt. Alles läuft auf diesen Fluchtpunkt hinzu. Wir haben hier eine sehr, sehr starke Blickführung. Die Läuferin hier in der Mitte, die wird auch nochmal eingerahmt durch die Beine der beiden Läufer hier. Also das ist auch eine Sache, die man sich zunutze machen kann. Auch das, was die Läuferin hier anhat, also die hat ja als einzige so eine etwas auffälligere Farbe in ihrer Jacke an. Auch das ist eine Sache, um das Auge zu führen. Also alles in diesem Bild quasi führt das Auge auf den Mittelpunkt hinzu. Und das Ganze wird eben verstärkt durch diese tiefe Perspektive, denn dadurch bekommen wir diese starke Fluchtpunktperspektive. Natürlich haben wir auch Dynamik im Bild, das ist natürlich für ein Sportbild fast Gesetz. Außerdem Gegenlicht haben wir im Bild. Eine Sache, die ich eben, wie gesagt, für meine Bilder auch sehr gerne anwende. Für mich die spannendste Lichtsituation. Außerdem, was ich noch sagen wollte, abschließend der Bildlook. Wir haben hier so einen leichten Vintage-Effekt, so einen leichten orangen-beigen Effekt über dem Bild und das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Instagram, an das Thema Filter und das ist natürlich ein Thema, was im Moment sehr interessant ist und was viele Leute einfach mögen und der Fotograf dieses Bildes hat hier in der Bildbearbeitung diesen Look eingesetzt, einfach ein Look, der gerade Trend ist und deswegen einfach auch sehr viele Leute anspricht. Ja, ich habe jetzt ein paar Dinge genannt zu den verschiedenen Bildern und jetzt möchte ich gerne nochmal zeigen, wie ich diese Dinge auch in meinen Bildern anwende oder was ich vielleicht noch zusätzlich anwende, um das Bild zu gestalten, um das Auge zu lenken. Und da habe ich jetzt das erste Bild, was ich hier habe. Ein Bild, was ich jetzt erst vor einigen Tagen gemacht habe eigentlich. Es ist jetzt aber schon einige Tage bei Adobe Stock auch online und hat sich schon einige Male auch verkauft. Also es ist auf dem besten Wege, ein gut verkauftes Bild zu werden. Ich würde jetzt noch nicht sagen Bestseller, denn das weiß ich noch nicht, aber es hat sich durchaus schon einige Male verkauft. Was habe ich also hier an Zutaten, die wir vielleicht bei den erfolgreichen Bildern von eben gesehen haben, schon eingesetzt? Ich habe hier Gegenlicht eingesetzt. Wie gesagt, für mich eigentlich die Lichtsituation, die ich am häufigsten nutze, lässt besondere Looks zu, lässt besondere Schatten zu. Ich habe hier Vorder-, Mittel- und Hintergrund mir zunutze gemacht.
Ich muss jetzt nochmal schauen hier, so, jetzt kann ich nochmal ein bisschen rauszoomen, damit man das besser erkennt. Ich habe hier im Vordergrund die unscharfen Bücher, dann der Mittelgrund, das bin ich hier sogar, das war ein Selbstporträt sozusagen von mir und der Hintergrund mit der Landschaft. Außerdem habe ich, um das Auge zu führen, einen Helligkeitsverlauf und auch einen Unschärfeverlauf eingesetzt. Also die Bücherei, die ich hier fotografiert habe, das war übrigens eine Uni-Bücherei, also gar nichts Besonderes, einfach absolut einfach draufgerückt, kein besonderes Shooting oder sowas, keine besondere Lichtsituation erzeugt, sondern einfach so, wie ich es bekommen habe, in der Uni fotografiert in Bremen. Ich habe also hier den Bereich außerhalb des Hauptmotives abgedunkelt und eben so einen Helligkeitsverlauf erzeugt, der das Auge einfach auf den Mittelpunkt richtet, also hier auf die hellste Stelle des Bildes und die ist hier direkt rechts neben mir, wo ich so eine leichte Überstrahlung eingebaut habe. Außerdem habe ich eben auch einen Unschärfeverlauf eingebaut, der auch das Auge nochmal führt, denn das Auge bewegt sich immer vom unscharfen zum scharfen Bereich. Also wir haben auch hier wieder eine sehr schöne Blickführung, die eben auch hier nochmal eingerahmt wird durch diese Enden des Regals, des Bücherregals und hier eben dadurch so eine Grenze bekommt. Außerdem habe ich mir auch hier den Fluchtpunkt wieder zunutze gemacht, also die Bücherregale eingesetzt, wie wir es eben in dem Laufbild gesehen haben. Ein Fluchtpunkt, der eben das Auge dahin führt, wo man es hinhaben möchte. Ja, durch die Perspektive wird dieser Fluchtpunkt nochmal sehr schön verstärkt. Und wir haben auch hier wieder verschiedene Formate, die wir einsetzen können, was eben auch für die Bildkäufer wieder sehr interessant sein könnte. Also das Bild könnte man auch ohne Probleme wieder in ein Hochformat schneiden. Ja, abschließend möchte ich natürlich noch was zu dieser Idee sagen. Das Bild ist natürlich ein recht kreatives Bild, möchte ich jetzt mal so sagen. Aber es ist halt einfach so, ich denke, jeder hat mal eine kreative Bildidee, aber es ist halt einfach wichtig, diese kreative Bildidee auch gut zu präsentieren. Denn die beste Bildidee nutzt einem nichts, wenn man sie nicht präsentieren kann. Und deswegen erzähle ich euch jetzt hier einfach ein bisschen was zum Thema Bildgestaltung. Das zweite Bild, was ich euch von mir jetzt zeigen möchte, ist dieses Bild hier mit dem DJ, der hier quasi voll in Action ist an seinem Mischpult. Welche bildgestalterischen Elemente habe ich hier eingesetzt? Wir haben hier auch einen Unschärferverlauf drin. Die vorderen Regler hier in dem Mischpult sind unschärfer. Wir haben einen Helligkeitsverlauf, den ich wirklich bewusst eingesetzt habe. Die äußeren Ränder des Bildes sind etwas dunkler und wir haben absolut den hellsten Bereich des Bildes hier in der Mitte. Also wir haben hier wieder eine sehr schöne Blickführung in die Mitte, die auch nochmal verstärkt wird wieder durch den Fluchtpunkt. Und den Fluchtpunkt habe ich hier extrem auch erzeugt durch ein Ultraweitwinkelobjektiv, welches einfach diese geraden Linien einfach nochmal in so einen Fluchtpunkt verzerrt. Und diese Regler, die ja eigentlich in einer geraden Linie auf den DJ hinzulaufen, die werden dadurch nochmal einfach verzerrt und auf den DJ gelenkt und dadurch kann man einfach auch das Auge sehr gut lenken. Also die Perspektive war hier wieder eine sehr tiefe und ja, was habe ich noch eingesetzt? Gegenlicht habe ich eingesetzt. Wie gesagt, benutze ich sehr oft in meinen Bildern. Auch hier ist wieder die Möglichkeit, die Formate, das Bild sich in das richtige Format zu schneiden und wir haben auch wieder Platz für Text in diesem Bild. Also ich habe hier wirklich ganz bewusst um die Person Text Raum gelassen, damit man dieses Bild auch wirklich mit Text besetzen kann, damit Gestalter hier ein bisschen Freiraum haben, sich das Bild auch noch selbst zurechtzuschneiden. Abschließend noch kurz was zum Konzept. Natürlich muss jedes Bild natürlich auch wie immer eine Zielgruppe haben und dieses Bild hatte für mich einfach die Zielgruppe DJs, Partys, Disco, Musik und so weiter. Das war meine kleine Bildanalyse heute und vielleicht könnte ich den einen oder anderen von euch einfach motivieren, einfach mal Bilder von Fotografen, die euch besonders gut gefallen, denen ihr folgt, einfach mal genauer zu analysieren, genauer zu schauen, was diese Bilder ausmacht. Für mich war das einfach eine Sache, die meine Bilder extrem vorangetrieben hat und die meine Bilder erfolgreicher gemacht hat, dass ich mir bestimmte Zutaten von verschiedenen Fotografen genommen habe und daraus meine eigenen Bilder kreiert habe. Also dazu mein Tipp, nehmt euch eure Bausteine für eure Bilder nicht von einem Fotografen, sondern besorgt sie euch von sehr vielen Fotografen, die euch gefallen und baut daraus euer eigenes Haus sozusagen, euer eigenes Bild,
dann kreiert ihr auch irgendwann vielleicht euren eigenen Stil, der einen Wiedererkennungswert hat. Und das war einfach für mich sehr wichtig, euch das heute einfach mal zu zeigen. Und vielen Dank. Und bin ich noch gemutet? Muss ich mir zwar kurz schauen. Ich war noch auf Mute, deshalb konntet ihr mich überhaupt nicht hören. Wir danken dir, Lasse. Ich habe mal hier zwischendurch geschaut, was bei YouTube im Chat so durch ist. Du hast eine riesige Fangemeinde. Ihr schreibt auch eine, dass sie gerade das Bild, was du vorhin gezeigt hast, ich glaube, das mit den Läufern, erst letzten Samstag gekauft hat. Und zwar aus genau den Gründen, die du dann auch erklärt hast. Also insofern. Okay, also das waren natürlich die ersten beiden Bilder, die ich gezeigt habe, waren ja keine Bilder von mir, sondern von anderen. Aber von daher trotzdem natürlich gut, dass sie es gekauft haben. Ist egal, also perfekt erklärt auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, auch dein Vortrag wird hier extrem hoch gelobt. Auch wenn wir jetzt 10 Minuten über der Zeit sind. Okay, das kann man gar nicht so. Ja, wir hätten jetzt eine Pause gehabt, die machen wir trotzdem. Vorher würde ich aber gerne noch mit dir zum Layer-Tennis gehen. Ja. Und ganz kurz, die Sachen hier findet man auch entsprechend auf deiner Facebook-Seite. Also hat mir hier jemand geschrieben. Meine Facebook-Seite. Auf der Facebook-Seite findet man dort auch einige Sachen noch erklärt. Auf jeden Fall. Ich zeige auf der Facebook-Seite immer sehr viele Vorher-Nachher-Bilder, sehr viele Making-ofs von meinen Bildern. Ich kann gerne auch nochmal das, was ich hier gezeigt habe, nochmal so ein bisschen zusammenfassend erklären in einem Post oder sowas. Super. Also man findet da auf jeden Fall sehr viel. Vielen lieben Dank, ja. Und du bist jetzt tatsächlich auch als Nächster mit dem Layer-Tennis dran.